Dann hätten wir hier Rache an den Mara-Piraten 3, Anführerin der Mara. Stoppen wir, kriegen wir hin. Yay, Mara tot, lelelelelele. Proxons und Gartenräuber. Grabräuber, Gartenräuber natürlich. Bumm. Habe ich nicht langsam mal das Quest-Inventar voll? Die Questliste. Bis Quest-Log. 40 geht's. Oh, komm ich ja noch eine Weile hin hier. Oh je. Also ich muss noch 10 Quests annehmen von 20, die ich hatte. Das ist ja überhaupt nicht viel. Ja. Wann streamst du das nächste Mal? Ich weiß es nicht genau. Ich versuche es in 2 Wochen, aber ich kann es nicht versprechen. Also nächste Woche wird es definitiv nicht. Aber vielleicht schon in 2 Wochen. Auf jeden Fall soll der Abstand nicht mehr so groß sein wie beim letzten Mal, dass ich ja wirklich, ich glaube, es waren fast 2 Monate oder waren es 2 Monate oder mehr als das. Ja, müsste mehr als das gewesen sein. Das letzte Mal war vor dem Urlaub. Und danach kam halt immer was dazwischen. Auf jeden Fall soll es jetzt wieder ein bisschen öfter sein. Habe ich so beschlossen. So, hopp. Epische Quest beginnen. Liebes Gamigo-Team, baut mal einen Button ein, dabei verfügbar. Unten drunter einfach so einen Button, alle annehmen. Das wäre cool. Zumindest für die kleinen Level. Oh, ich glaube, ich habe mich verkippt. Was denn? Mitten Game hat die gerade erklärt, was Boku no Pico ist. Ach so. Black Mapro, ein 40er Junge aus einem Hentai, Boku no Pico, der mit anderen Jungs rummacht. Die erste Folge macht er mit einem 20-Jährigen rum, die zweite macht er mit einem 40-Jährigen rum. Der Chico heißt, also Pico, macht gerne mit Männern rum. Ach so. Naja. Ich kenne viele Frauen, die machen gern mit Männern rum. Ja. Und ich kenne auch 1-2 Männer, die machen gern mit Männern rum, aber ja, gut, das gibt's normalerweise dann nicht als Hentai zu sehen. Tja. Ja, aber gut, jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Ich wünschte, ich wüsste es nicht. Nee, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, anschauen werde ich mir deswegen trotzdem nicht. Und beim nächsten Mal habe ich es garantiert, wir vergessen sowas. So, Pika, ich habe nur 100k Leute in Kabel Deutschland, also bei mir passt es. Das ist schön, ich habe keine. Mist. Na, aber ich bin ja jetzt auch zufrieden. Also ich habe ja jetzt zumindest vom Upstream her komme ich auch an eine 100k-Leitung von Kabel Deutschland ran. Das dürfte nicht genauso, dürfte genauso viel sein. Falsche Taste hier, so. Langsam 5 Quests nur noch. Oh, Gott sei Dank. So, TSIP. Dieselbe wie immer. Und, wie gesagt, die TSIP gibt es nur am Anfang, bevor der Stream losgeht. Das heißt, man muss da halt pünktlich da sein, weil, wer sie halt nicht hat und so weiter und so fort, ich will sie halt nicht ganz öffentlich für alle, die auf YouTube und auf Twitch in dem Moment jetzt zuschauen, veröffentlichen. YouTube, für alle, die es nicht wissen, natürlich, der ganze Twitch-Stream wird auf YouTube ebenfalls veröffentlicht. Da kann man sich den nochmal quasi so in 15 Folgenparts getrennt die nächsten Tage anschauen. Und mit ein bisschen Glück, wie gesagt, ist der nächste Stream dann etwa zu dem Zeitpunkt, wo der hier aufhört. Das wäre ja nicht schlecht. Wäre cool. So, gucken wir mal, wir haben. Ach, das mit dem Mini-Haus, das lasse ich jetzt weg hier. Mensch. Ich sollte, statt auf Leertaste sollte ich auch mal auf Post 1 klicken, dann würde das vielleicht auch gehen. So. Ich klicke ja immer dasselbe an, deswegen muss ich diese Quest ständig neu machen. Mau! Mau! Leck versucht mit dir zu kommunizieren, Garfield. Was sagst du dazu? Mau! Meine Katze schläft mittlerweile woanders. Ja, wegen dem ganzen Katzenjammer bestimmt. Mau! 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 Mu! Ach nee, das war was anderes. Hätte ja sein können. Black Mask, Boku no Pico ist aber schlimmer als, schlimmer, den Pico stalkt mit Chikos Schwester die am Masturbieren ist. Ach so. Er ist schon wieder passiert zum Neustarten. Ach so. Okay. Also eine masturbierende Schwester. Ich weiß nicht, ob das hier alles noch in meine, Unterjugendschutz fällt. Vielleicht muss ich die Folge hier als ab 18 machen. Oh wei. Dann hast du Pech. Nee, ich denke, so schlimm wird es nicht sein. Mittlerweile sind alle ein bisschen aufgeklärt und alle anderen halten sich bitte die Ohren zu. Das heißt, nochmal zurückspulen, Ohren zu halten, weil ihr dürft es ja nicht gehört haben.
Genau. Hätte ich vielleicht vorher mal sagen sollen. Und die Augen zu, man kann sie ja auch lesen, verdammt. Augen zu, Ohren zu, Augen zu und dann Stream angucken. Was jetzt irgendwie keinen Sinn macht. Also, Ohren zu, Augen zu, aber das rechte Auge könnt ihr geöffnet lassen, so dass ihr den Chat nicht seht. So. Okay. So, genau, weil sonst könnt ihr ja nichts sehen, das lohnt sich dann ja auch nicht. Oder noch besser, Ohren zu, alle beide Augen zu, nicht zuhören, nicht zusehen, nur den Stream laufen lassen und dann halt später nochmal angucken, wenn ihr erwachsen seid. Wow! Genau. So, ich dachte, ich sag's mal. So, jagen gehen, bin mir nicht sicher, ist es unter die Haube gekommen, Beförderung, richtig, da, okay. Beförderung, stärker zu werden, okay. Dann verfügbar, der Weg zur Beförderung. Fußfox wird vom Meister Ruby gemobbt. Wer wird so gemobbt? Wer mobbt Meister? Lehrmeister Ruby mobbt dich? Warum mobbt die dich? Die ist eigentlich immer ganz lieb zu mir. Voll, das ist voll die Gemeine. Vielleicht hast du dich geärgert. Kann das sein? Handel akzeptieren, mache ich glatt. Nehmen nebenbei hier noch an. So. Was hat ihr eigentlich? Wir stehen immer noch hier dumm in der Gegend rum. So. Ja. Ich krieg gerade ein paar Blütenblätter. Handel abgeschlossen. Ich habe schon gerade Sorgen gehabt, dass das eventuell nicht geht. Dankeschön. Damit hätte ich wieder eine Quest, die ich abgeben können. Garten wiederholbar. Und die kann ich auch sogar hier abgeben. Cool. Okay, für die richtige Summe. So, und ich denke, das reicht aber auch für heute. Den Rest machen wir dann beim nächsten Mal. Es freut mich, dass ihr alle dabei wart. Und ja, wie gesagt, auf YouTube gibt es das auch noch zu sehen. Wenn möglich, da mal auch einen Daumen nach oben hinterlassen. Hilft mir sehr. Auch bei der lieben Kuro, die hier dabei war. Wo steht sie gerade? Kuro? Ich komme gerade zu euch. Ach so. Kuro. Wo ist denn Kuro wieder? Immer ist sie weg. Also ich dachte, sie wäre da. Nee, jetzt wollte ich Werbung für deinen Kanal machen. Nein, das lasse ich jetzt sein. Das muss ja nicht sein. Also Kuro Yuri LP auf YouTube mache ich jetzt keine Werbung für. Nein, die Kuro Yuri LP ist zwar sehr gut, aber nein, ich mache da keine Werbung für die Kuro Yuri LP auf YouTube. Einfach mal eingeben. Nicht eingeben. So. Da kommt hinten angerannt. Und ja. Oh mein Gott, hier liegt's da rum. Ja. Kannst du sammeln? Alles deins. Sammeln. Wer ist da? Fake Reality. Also auch, Julian ist mehrfach vertreten hier. Okay. Dann sagen wir auf jeden Fall jetzt Tschüssi und ja, lasst ein Feedback da, einen Daumen nach oben. Also bei YouTube. Hier weiß ich nicht, ob das geht. Ein Abo bei Twitch oder bei YouTube etc. pp. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Danke fürs Einschalten und danke für die flotte Beteiligung am Chat. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ach so, winken muss ich hier. Tschüss.